Atmosphäre, ein absolutes Spektakel, was es so in Deutschland noch nie gegeben hat. Die deutsche Mission von Octagon MMA geht weiter. Nach zwei ausverkauften Events in Frankfurt und der Aufstellung eines Besucherrekords für MMA-Turniere zieht Octagon in die nächste Stadt. In die bayerische Metropole München. In den Audi Dome. Auch diesmal werden die größten Stars von Octagon MMA nicht fehlen. Elite-Kämpfer aus Deutschland. Und junge Talente aus ganz Europa. Am 11.02. im Audi Dome München. Tickets im Vorverkauf bei Ticketmaster.de. Veterán domácí scény a ostravský oblíbenec Jan Široký se vrací na domácí půdu ve velmi těžkém zápase s Konrádem Dyrškou. Široký zápasem s Dyrškou uzavře prvních 10 let své profesionální kariéry. Za tu dobu střídá výhry s porážkami, avšak stále viac a viac získává srdce divákov. Zo 4 posledných zápasov si odnesol 3 víťazstva. Široký se tam snaží tu ruku kontrolovat stále tímto háčikom. Lepší by bylo, kdyby si udal mezi hlavu a rameno. A je konec. A takřka z ničeho nic sedí tenhle voják z povolání na 5. místě žebříčku lehké váhy a pokukuje po těch nejlepších jménech nad sebou. Teď přichází jedna z nejlepších lehkých vah v Německu na půdu Octagonu. Nyní má Široký proti sobě 31-letého německého bojovníka, který se stejně jako Široký ve svých zápasech nebojí ušpinit. Honza Široký už viackrát uvažoval o skončení kariéry. Mnohí ho odpisovali, mnohí už posílali do důchodku. A napriek tomu, že nie je najmladší bojovník, si dává stále väčšie a väčšie výzvy. Teraz Konrád je dokonca tá jeho najväčšia. Let's go, Konrad! Ja, und es ist natürlich klar, dass er hier nicht gerade warmherzig empfangen wird, wenn er gegen den Lokalmatadoren Jan Široký kämpft. Denn Jan Široký kommt aus Ostrava, genießt ihn natürlich den Heimvorteil. Und Konrad Dyrška ist natürlich einer der heißesten Newcomer oder Nachwuchstalente im MMA in Deutschland. Aber er kämpft hier gegen den hauseigenen Široký. By the way, geiles Lied zum Einlaufen. Ja, 100% und da singen sogar die ersten Fans mit. So, Dyrška hat seinen Boxtrainer dabei. Und mit dem hat er vor allem in den letzten Wochen und Monaten noch mal ganz speziell auf diesen Kampf trainiert. Nachdem er sein Sparring mit absoluten Spitzenathleten im UFD-Gym in Düsseldorf geschärft hat, da trainiert er mit Leuten wie Roberto Soldic, Shlom Ali Eskiev, Hassan Shaban, den wir auch bald wieder bei Octagon sehen werden. Also Abus. Abus Magomedov. Also ich glaube, wenn man mit Abus Magomedov Sparring macht, da kann der Kampf nur noch verhältnismäßig entspannt werden. Und Dyrška wirkt sehr ruhig und verlassen. Ich wollte es gerade sagen, der ist immer sehr ruhig. Ich war auch mit ihm, wir haben uns ja die Umkleide geteilt. Sehr entspannt, gar nicht, hat nicht aufgeregt gewirkt. War sehr konzentriert, hat trotzdem noch gelacht. Im einen oder anderen Moment. Let's go, Konrad. Und da ist er. Er lässt sich von dem Heimvorteil von Jan Široký nicht beeindrucken. Zieht hier gemütlich seine Runden durchs Octagon. Und ja, wir haben heute ein Duell. Ringer versus Ringer. Aber wow, da sehen wir es wieder. Brutale Stimme. Was für eine Kulisse hier in Ostrava. Also alleine schon deshalb, liebe Zuschauer, solltet ihr euch mal Karten kaufen, um so etwas live zu erleben. Egal ob in Deutschland oder in Tschechien.
Also es wurde im Vorfeld schon gesagt, dass Ostrava richtig abgeht, dass die Fans hier richtig am Durchdrehen sind. Und wenn ihr das sehen könntet, das ja, ihr macht schon hart Stimmung. Geil. Guck mal da oben. Jetzt ziehen die sich sogar aus. Geil. Das sind die absoluten Hardcore-Fans, die wir hier in Tschechien haben und die es auch hoffentlich bald in Deutschland gibt. Die gibt's doch schon. Die absoluten Fanatics. Ja, du sprichst natürlich wieder von der Frankfurter Mauer. So sieht's aus. Wenn du, Christian oder Stefan kämpfen. Und es ist absolut wichtig, dass wir das auch in andere Städte bringen, damit diese Begeisterung für den Sport einfach auf jedes Gebiet überschwappt. Und der kleine Wikinger macht sich auf den Weg in den Cage, ja. Jan Schirocki ist hauptberuflich beim Militär. Wenn man ihn auf Social Media verfolgt, sieht man ihn auch immer, wie er irgendwelche Entwaffnungskurse gibt, Nahkampfausbildung macht. Also ein Kämpfer durch und durch. Und weil er so ein Adrenalin-Junkie ist und ihm das noch nicht genug ist, spielt er ab und zu noch nebenbei Eishockey. Also, geiler Typ. Der Mann gönnt sich wirklich das volle Programm. Und die Fans sind nicht mehr zu bremsen. Wahnsinn. Ladies and gentlemen, our next bout is a catch weight bout in 72 kilos for 3 5-minute rounds. Let me introduce you both fighters. Blue corner. He is 31 years old, stands 180 centimeters tall, weighted at 72.8 kilos. Represents Team UFD Gym and Gym La Familia Fight Club. The coaches in his corner are David Rushanyan and Thomas Weichmann. Professional record of 16 fights, 14 wins and only 2 losses. Representing in Neruda Cup team, Team Kolob. And fighting out of Germany, Konrad Dirschka. Ein absolut abgeklärter Konrad Dirschka. Red Corner. Und ein richtig gehypter Jan Schirocki. Das kann was werden. Zwei Kämpfer, die eigentlich einen ziemlich ähnlichen Kampfstil haben, aber physisch komplett unterschiedlich sind. Professional record of 25 fights, 11 wins, 13 losses and 1 draw. Fighting out of Ostrava City in Czech Republic, Jan Schirocki. Der Lokalmatador ist angekündigt und die Hütte kocht. Jetzt kann es losgehen und wir sind natürlich gespannt, wie sich Konrad Dirschka in seinem Octagon-Debüt hier schlägt. Klarer Größenunterschied. Ja. Konrad hat zudem auch wirklich lange Arme. Und die weiß er auch einzusetzen, nach all dem, wie er mit seinem Boxtrainer trainiert hat für diesen Kampf. Konrad Dirschka in der gelb-weißen Shorts, Jan Schirocki in schwarz-gelb. Und Konrad Dirschka signalisiert schon, komm, los, schlag zu, lass knacken. Der versucht ihn hier zu provozieren und aus der Reserve zu locken. Sehr gut, sehr gut. Schöne harte Kicks, sehr kontrolliert. Jawohl. Ja, man merkt, Schirocki will nach vorne, aber er traut sich noch nicht so ganz, mit seinen Schlägen wirklich durchzuziehen. Sehr wild. Jawohl, schön gemacht von Dirschka. Super gemacht. Sehr stark. Konrad kriegt hier von seiner Ecke signalisiert. Ruhig, Konrad, jetzt nichts überstürzt, aber hat hier schon mal den Rücken. Das ist eine denkbar gute Position hier. Ja. Kann jetzt hier, bringt ihn hier direkt an den Boden. Schön gemacht. Erster Haken rein, jetzt Hüfte tief. Klasse gemacht von Dirschka. Arm wegziehen, Arm wegziehen. Jawohl.
Und jetzt weg vom Cage drehen, dann liegt er erstmal flach. Herr Konrad Dürschka ist seit seinen jungen Lebensjahren im Ringen. Also das hier ist wirklich seine Kernkompetenz, seinen Gegner hier systematisch die Stützen wegzunehmen und hier dem Erdboden gleich zu machen. Und jetzt kann er pounden. Das ist eine ganz harte Position zum Pounden. Sehr gut. Schön. Oh, das sind harte Treffer. Sehr gut. Ja, ja. Der arbeitet sich hier rein, schlägt nach und nach weiter. Aber er muss auch aufpassen, denn wenn er hier jetzt nicht genug macht, dann kann der Referee auch gut und gerne mal sagen, dass er die beiden wieder in den Stand zurückholt. Und das wäre denkbar großer Nachteil hier für Dürschka. Und jetzt kann er. Oh, schön gemacht hier. Hervorragendes Ringen von Konrad Dürschka. Sehr stark den Rücken genommen. Und kann er jetzt hier den Choke ansetzen? Kommt er unter das Kinn? Er hat schon das eine Handgelenk blockiert. Das gefällt mir ausgesprochen gut, wie Dürschka hier in den Choke reinarbeitet. Nichts überstürzt. Super viel Zeit. Ganz entspannt, ganz entspannt. Und während er hier den Rücken hat. Ja, sehr stark. Sehr stark, schön. Oh, darf jetzt hier nicht nachgeben. Oh. Aber er schlägt hier weiter nach. Und sie stehen wieder. Aber schon mal wichtige erste Akzente gesetzt für Konrad Dürschka. Und Jan Schirocki hat auch schon eine kleine Platzwunde oder einen kleinen Cut, der noch nicht wirklich am Bluten ist, aber schon ein leichtes Hämatom unterm linken Auge. Da kann Dürschka weiter draufschlagen und dann wird sich der Cut auch noch richtig öffnen. Diese Frontkicks hier scheinen ganz gut zu funktionieren für Jan Schirocki. Das hat er auch schon in seinem letzten Kampf gegen Thomas Fiala schöner gezeigt. Schöner Jab. Jawohl. Guter Lowkick hier von Dürschka. Davon sollte er mehr zeigen. Denn damit kann er wahrscheinlich auch unterbinden, dass Schirocki diese Frontkicks hier weiter raushaut. Aber beide Kämpfe abgeklärt. Dürschka lässt sich hier nicht aus der Ruhe bringen. Der ist wirklich ein Step nach dem anderen und wartet wieder, bis er seine Deckungslücke bei Schirocki sieht. Und dann eine 1-2. So unangenehm. Wow. Macht's. Kurze 1-2-Kombination und Dürschka sitzt kurz. Jawohl. Und aber der setzt direkt wieder nach und kriegt den Takedown. Gut gemacht jetzt hier von Dürschka. Schön, wie er immer das Single holt. Also die Single-Takedowns von Konrad Dürschka sind wirklich wie aus dem Ringer-Lehrbuch. Jawohl. Sehr, sehr schön mit anzusehen. Wunderbar gemacht. Sehr geil. Sehr versucht gut. Sich hier wieder die Kontrolle über die Hüfte oder über den Rücken zu holen. Ja, also schön gemacht. Bisher ist Konrad auf jeden Fall der stärkere Ringer. Ja. Das muss man auf jeden Fall sagen. Also 50 Sekunden noch auf der Uhr. Jetzt nochmal die Runde gut beenden. Dann würde ich sie auf jeden Fall Konrad geben. Aber diese 1-2-Kombination, mit der Konrad erwischt hat, die hat auf jeden Fall auch einen Cut geöffnet. Wir sehen es hier, Dürschka blutet im Gesicht. Die Guard ist offen, er könnte jetzt für den Pass gehen. Ja. Guard ist offen. Oder er richtet sich auf und schlägt. Aber passen, passen, passen. Muss da rauskommen aus der Guard. Immer die bessere Position. Und Schirocki hat die Fersen in der Hüfte, das heißt, er kann ihn vielleicht gleich wegschieben, aber er kriegt ihn nicht weg. Ja, jetzt raus da. Komm. Jetzt hat er die Möglichkeit, an den Beinen vorbeizukommen, aber 10 Sekunden noch. Oh, harter. Ja, das Ground Pound aus der Guard. Gut gemacht hier. Ja, das ist ja nochmal richtige Box. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wow. Ach, und Dürschka hat so richtig gute Laune. Das macht so Spaß, diesem Mann hier zuzugucken. Es gibt ordentlich was aufs Dach. Er teilt ordentlich aus und dann läuft er tanzend in seine Ecke. Was für ein Typ. Merkt ihm richtig an, dass der Typ in seinem Element ist. Es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Dieser Cut in seinem Gesicht, der interessiert ihn einfach gar nicht. Und hier sehen wir nochmal die Highlights aus der Runde. Hier sehen wir es, Schirocki fängt das Bein. Und tatsächlich bringt der Dürschka zu Boden, aber ohne den Schlag. Er hat ihn einfach noch aus der Balance gebracht. Und Konrad hat das gut ausgekontert. Hier sehen wir nochmal diesen Schlag. Klasse Konter von Schirocki. Schirocki hat ja den Lowkick gut abgefangen. Da
Da muss man jetzt aufpassen. Aber er ist auch komisch. Er ist, was heißt komisch? Es geht sehr nach vorne mit einzelharten Akroaktionen. Ja. Aber sehr unangenehm. Ja, und dann ist natürlich die Frage, was würdest du jetzt, lieber Max, wenn du an Konrads Stelle wärst oder an Stelle seines Trainers wärst, was würdest du ihm raten, wie er gegen den Kämpfer wie Jan Schirocki, der so unangenehm ist, wie er gegen den kämpfen sollte? Ich finde, Konrad macht das ganz gut und er muss einfach dranbleiben, er muss mobil bleiben, weil Schirocki immer wieder rein explodiert mit Einzelaktionen. Aber wenn er die Distanz kontrolliert, wenn er ready ist für das, was kommt, dann er macht es soweit ganz gut. Ich denke auch, der Kämpfer hat... Bis auf den Knockdown lief ja auch alles. Ja. Ja, und sowas kann halt mal passieren, aber auch Konrad hat jetzt hier einen dicken Cut unterm Auge, der jetzt hier schon geöffnet wurde. Wie wir Konrad kennen, kriegt ihn auch sowas nicht klein. Also diese Frontkicks, ja, immer wieder diese Tipps, die funktionieren ganz gut, aber guter Takedown jetzt hier wieder von Dirschka. Ja, Schirocki hat hier die Guard, kann hier vielleicht wieder... Ja, gut gemacht, jetzt kann ich ihn an einer Konterchoke ansetzen, aber Schirocki kommt wieder auf die Beine. Sieht der Schirocki ein bisschen aus wie Vimola? Ja, der Gesichtsausdruck, ja, so ein ist ein bisschen ähnlich, ja. Darauf muss er halt aufpassen, dass wenn er so reinstirbt, dass... Alter, gerade eben gesagt, das okay. Ist... Okay. Ah, jetzt den Takedown. Ja, Druck. Gut nachgesetzt hier von Dirschka. Jetzt muss er wieder den Scramble suchen und seinen Wurf oder seine Wurfskills einbringen. Das hat in der ersten Runde schon hervorragend funktioniert, aber er darf sich jetzt hier nicht in der Halbdistanz verzetteln oder im Clinch verzetteln. Hände oben. Er muss auch aufpassen, also einen Kämpfer wie Jan Schirocki auf die Hinterbeine zu kriegen, dass er mit dem Rücken zur Wand steht, kann auch eben dafür sorgen, dass der mal wieder mit einer wilden Aktion vom Rücken zur Wand einfach wieder rigoros nach vorne geht und dann wirklich gefährliche Treffer setzt. Jetzt haben wir hier wieder einen schönen Schlagabtausch. Ja, da muss er aufpassen. Er hat einen guten Jab. Er muss mit dem Jab ein bisschen mehr arbeiten. Wenn er ihn nach hinten presst, kann er den Low-Kick auch bringen. Ah, da ist halt immer die Gefahr. Wenn er dann mit seiner 1-2 vorstürmt, der Schirocki. Ja, da wieder. Versucht er den Takedown zu holen. Dirschka sprawlt hier gut. Oh, da kommt wieder gute Schläge. Versucht den Takedown, aber die sind nicht mehr so explosiv wie in der ersten Runde. Jetzt hat er wieder den Single Leg. Geiles MMA-Duell, muss man schon sagen. Die zeigen hier gerade wirklich alles. Striking, Ring, alles kombiniert. Ja. Wow, schön den Kopf kontrolliert. Jetzt darf er kein Knie zum Kopf geben. Ja. Es ist technisch solides Level, aber beide peitscht hier ihr Kämpferherz nach vorne. Und jawohl, sehr gut. Schöner Pass. Jetzt im Rücken nehmen. Jawohl. Und jetzt Pounder erstmal. Jawohl. Harte Schläge hier von Dirschka wieder. Seatbelt. Und seine Ecke signalisiert ihm hier, er soll ihn auf den Haken Rücken ziehen. Alter, da lacht er. Und schlägt hier zurück. Super. Aber Dirschka zieht ihn hier jetzt rüber. Ja. Knie. Ja. Und Konrad drückt ihn hier wieder gegen den Käfig, sichert sich hier die Position. Knie zum Körper, aber jetzt. Konrad macht jetzt das hier drin. Gut. Diese Position sollte er halten und einfach weiter schauen, dass er Schaden macht und vielleicht einen Cut öffnet und sich aufrichtet. Oh, jetzt hat er die Hüfte. Also die Positionskontrolle von Konrad Dirschka, sensationell. Jetzt schwer draufsitzen. Haken rein, dann schwer mit der Hüfte draufsitzen. Ja, und jetzt rutscht er in die Full Mount. Jawohl. Leg ihn hin. Gesichert. Er muss ihn weg vom Cage ziehen, sonst kann er mit seinen Füßen hochwandern, dann drücken die sich immer ab. Weg vom Käfig. Aber jetzt erstmal Konrad. Jetzt muss er sich aufrichten und schlagen. Jetzt hat er gleich die Möglichkeit, sobald die Umklammerung am Kopf gelöst ist, dass er sich aufrichtet und hier richtige Bomben regnen lässt. Triangle will er gehen. Ja, oh, gut. Harte Ellbogen hier durch die Mitte. Starkes Ground and Pound. Aber er muss mehr machen. Er muss jetzt hier noch deutlichere Akzente setzen. Jetzt kann er sich hier aufrichten. Ja. Pounde weiter. Rücken nehmen. Flach machen. Jawohl. Kontrollierte Schläge. Nicht abschütteln. Oh. Ist natürlich. Jawohl, und wieder oben. Geil. Und da stehen beide wieder. Sehr geil. Jawohl.
Ringmitte sichern. Mach Druck, der ist müde. Mach Druck. Aber Scirocchi, ich wollte es gerade sagen, sieht schon deutlich. Der ist müde. Sieht schon deutlich erschöpft aus. Und jetzt muss Dirschka aufdrehen. Aufpassen. Der lädt die rechte auf. Ja, Scirocchi kommt immer noch mit diesen wilden Schwingern durch. Auch wenn er so erschöpft ist, da kann er immer noch sein ganzes Gewicht reinlegen. Ja. Gut gemacht und sprawlt hier. Schön, gelangt hier wieder über die Kontrolle. Oh! Ab. Was ist denn da los? Scirocchi signalisiert dir, dass es einen Tieftreffer gab. Konrad macht es direkt richtig. Der Referee hat die Aufgabe, dann im richtigen Moment dazwischen zu gehen. Ja. Und wenn der zu lange braucht, dann macht Konrad das genau richtig. Der muss danach. Wir sehen sie noch mal im Replay. Bom, hat Konrad direkt nachgesetzt. Wir müssen den ersten Treffer noch mal sehen, der zu diesem Break geführt hat. Haben wir jetzt in der Wiederholung nicht direkt anschauen können. Vielleicht wird es gleich noch mal eingeblendet. Aber auf jeden Fall. Bis zu 5 Minuten bekommt er jetzt. So ist der Plan, ja. Aber ich meine, ein Hautdegen wie Jan Scirocchi, der hier vor seiner Heimatstadt antritt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der 5 Minuten brauchen wird oder gar den Kampf beenden wird wegen dieser Geschichte. Also wir müssen es uns vielleicht noch mal im Replay angucken, aber... Ja, 5 Minuten sind für diesen Bereich da unten schon gut. Ja, dann hat sich die Familienplanung wieder erholt. Ja. Und man hat auch die Familienplanung auch kürzer wie 5 Minuten. Und man darf ja auch nicht vergessen, Scirocchi war jetzt auch mal kurzfristig angenockt und ist für ihn ja auch wieder ein Mittel, um ein bisschen Zeit rauszuholen und sich davon zu erholen. Es war Tieftreffer hin oder her, aber da kam das ganz gelegen. Und Konrad Dirschka wartet hier schon wieder in der Ecke und ist heiß darauf, hier weiterzumachen. Und weiter geht's. Let's go. Perfekt. Was für eine Aktion. Gerade noch mal die letzte Kombo mit dem Timer mitgegeben. War schon ein bisschen grenzwertig. So, vielleicht sehen wir jetzt hier noch mal im Replay die Aktion, die zu dieser Tieftrefferpause geführt hat. Aber auch hier hat Konrad Dirschka deutlich gezeigt, dass er die Nase vorn hat. Und jetzt kommt es darauf an, dass er in der Pause von den Ringärzten gut versorgt wird. Denn sein Gesicht sieht auch trotz dessen, dass er so eine gute Runde hatte, hier schon deutlich gezeichnet aus. Auch die Runde, die gebe ich auf jeden Fall auch Konrad. Ja, und hier sehen wir es nochmal, das war die letzte Aktion von Scirocchi. Die dann sind sie jetzt quitt. Ja, somit steht es 1:1. Und ich glaube, diese letzte Runde kann noch mal richtig interessant werden. Beide Kämpfer haben schon richtig was abgebrannt. Oh, final round. Jetzt. Und Scirocchi wirkt schon deutlich erschöpfter. Aber das sind einfach beide Jungs, die sind immer noch für eine Überraschung gut. Und jetzt Dirschka wieder mobil mit Finden am Arbeiten, bewegt sich hier gut. Gefährlich, gefährlich. Versucht hier wieder den Detektor. Jawohl. Den kriegt er. Seine Ecke ruft ihm zu, er muss die Guard passieren. Das macht er bislang noch nicht. Die Beine sind offen, es wäre auf jeden Fall sehr gut machbar. Auf der anderen Seite, wenn er davon ausgeht, dass Scirocchis Jiu-Jitsu nicht so stark ist, kann er da auch bleiben und kann hart pounden. Das, was er ja gerade macht. Ja, und er macht das hier ganz gut, indem er er will da immer für die Arm-Triangle gehen. Zumindest sieht es so aus. Ja, Scirocchi kommt hier mit Ellbogen aus der Unterlage, aber jetzt kommen die harten Schläge und Ellbogen. Und die kommen straight aufs Kinn, das sind echte Wirkungstreffer. Jawohl. Aber Scirocchi steht auf und schafft es in den Stand zurück. Jetzt wirft er hier den Rücken im. Jawohl. Das wäre jetzt nochmal wichtig. Sehr gut. Seatbelt eng gegriffen. Gute Rückenkontrolle hier jetzt von Dirschka. Der sollte vielleicht versuchen,
Scirocchi wieder auf sich drauf zu ziehen oder eben in die Fullmount zu kommen und ja, dort dann einfach richtige Bomben hageln zu lassen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, da drückt er mit seinem Kopf nochmal unter sein Kinn. Schöne Abfacke. Ja, das ist nichts, wovon man tappt, aber es ist einfach unangenehm und raubt einem Energie. Bam. Jetzt kann er sich aufrichten. Auch die Körpertreffer, auf die muss man auch aufpassen. Jawohl, jetzt die langen Arme schön reinknallen. Er muss aber jetzt auf die Abkicks aufpassen. Gut gemacht, aufpassen. Ja, jetzt ist er wieder an den Beinen vorbei. Was kann er daraus machen? Es ist noch 3 Minuten Zeit. Sehr schön. Vielleicht kann er jetzt hier in der Side Control mit Ellbogen arbeiten. Oder ja, setzt den Dust Choke an. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nachsetzen. Er ist müde. Weiter. Nachsetzen. Jetzt kann er nachsetzen. Jawohl. Weiter. Und die Dinger sitzen. Bam. Scirocchi schwimmt. Weiter. Druck machen. Er darf nicht zu gierig werden. Da sind schon Sachen. Aber Druck beibehalten, Distanz beibehalten. Immer richtig. Und jetzt weiter. 2,5 Minuten. Vorsichtig sein, nicht zu überstürzen. Und sehr gut. Jetzt hat er den Rücken wieder. Gut gemacht hier von Dirschka. Und das war jetzt natürlich ein Willkommensgeschenk, was er hier bekommen hat. Und das nimmt Konrad Dirschka dankend an. Einmal den Spinning Backkick gebracht. Und schon wieder auf dem Hosenboden gelandet. War natürlich auch nicht sehr smart in der Situation, jetzt so eine gewagte Aktion zu bringen. Spinning Backkick. Und Scirocchi. Das kann, sag ich, das Ende sein. Jetzt schön flach machen. Er macht sich hier schwer. Jawohl. Mit harten Schlägen. Jawohl, Haken rein. Eieiei, komm schon. Und Scirocchi schlägt sich selbst aus der Rückenlage noch mit Handrücken, Schlägen ins Gesicht. Das ist auch unorthodox. Der ist wahnsinnig, der ist die ganze Zeit am Lachen. Aber genau deswegen lieben ihn die tschechischen und teilweise auch schon die deutschen Fans, einfach weil er so ein Draufgänger ist. Ja, 1,5 Minuten noch. Sehr gut, sehr gut. Dirschka macht wieder Druck, versucht sich hier schwer zu machen und Scirocchi hier keinen Platz zu lassen, damit er hier rausschrimmen kann oder in Richtung Käfig kommt. Und er scrambelt wieder hoch und er schafft es zurück in den Stand. Boah, schön. Aber Dirschka hat immer noch die Kontrolle und sieht hier wieder ein. Der ist frischer, der will es mehr. Ja. Muss nur aufpassen. Bam, jawohl. Sehr gut, sehr gut. Gute Knie hier durch die Mitte. Dirschka versucht nochmal mit dem Hüftwurf. Er macht jetzt auch nochmal richtig Tempo. Die letzte Minute gibt jetzt nochmal Gas. Will das Ding finishen. Der will das Ding finishen. Eine Schlagsalve nach der nächsten hier von Konrad Dirschka. Weiter. Komm. Bam. Platzieren. Tekton gesprawlt und er nimmt sich wieder die Top-Position. 30 Sekunden, die letzten Gut 30 gemacht Sekunden. Von Dirschka. So, er hat noch 20 Sekunden. Und wenn er jetzt keinen kolossalen Fehler mehr macht, dann sollte er das Ding gewonnen haben. Staucht jetzt hier Scirocchi nochmal an der Cagewand und er weiß. Jetzt wird er nochmal aufladen und pauken. Jawohl. Oh, holt nochmal aus. Jawohl, sehr schön. Starker Kampf. Klasse Performance hier von Konrad Dirschka. Geil. Passendes Lied. Was für ein klasse Match hier. Also wirklich, beide Kämpfer haben alles gegeben. Bei Konrad Dirschka war es einfach, er war einfach physisch stärker. Und da sieht man einfach, mit was für hochkarätigen Leuten er trainiert. Und hier sehen wir es nochmal, krachendes Ground and Pound aus der Oberlage. Also, ich denke mal, trotz diesem Knockdown in der ersten Runde, den Jan Scirocchi erzielt hat, sollte dieses Ding hier. Hier sehen wir es nochmal, diese Uppercut aus der Hölle. Sehr stark. Ja, für mich ganz klar Konrad. Vier Takedowns. Also in allen Bereichen mehr gepunktet.
Ladies and gentlemen, after three rounds, this bout goes to the judges' scorecards. So let's see how the judges score this fight. 29-28, 30-27, and 30-26, all for the winner. By unanimous decision, Konrad Derschka! Gratulation, Konrad. Stark. Fantastický zápas a váš potlesk si zaslouží také domácký Jan Široký, který vzal velkou výzvu a předvedl skvělé MMA. Potlesk pro něj. Und auch der hiesige Jan Široký verdient euren Applaus. Honzo, ještě předtím, než dáme slovo Konrádovi, strašně těžký Bevor zápas. Bevor wir Konrad das Wort tempo, geben, das war unglaublich, das Tempo war super. Was hat entschieden? Ja, er hat gleich mit dem Wrestling angefangen und da war er sehr, sehr Also der war eher sehr stark und er hat mir nicht die Chance gegeben, ihn im Stand fertig zu machen. Es war eine tolle Leistung, danke für das tolle Erlebnis, deinen tollen Auftritt und wir werden uns aufs nächste Mal freuen. Danke noch an meine Familie, meinen Trainer und meinem Team und auch allen Fans und danke an Octagon. Vielen Dank. Konrad, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Herzlich willkommen bei Octagon. War ein hart umkämpftes Match. Du hattest einen harten Gegner. Jetzt erzähl mal, wie fühlst du dich? Hello Octagon. Nice to meet you. I'm very, very proud to fight bei Octagon. Ostrava, thank you. I love the city. Erstmal auf Deutsch bitte. Mein Englisch ist sehr, sehr schlecht. So, riesen Dankeschön an Octagon, dass ich die Chance habe, hier zu kämpfen. Für mich war es interessant. Das war ein sehr, sehr zäher, starker Gegner mit einer ausgeglichenen Bilanz. Die meisten schauen wirklich, was sie kämpfen. Mir war es egal. Für mich war ja das Risiko. Eigentlich hatte ich mehr zu verlieren, weil ich ja die bessere Bilanz hatte. Deshalb, wie gesagt, sehr, sehr zäher, starker Gegner. Er hat zu Hause gekämpft, ich habe auswärts gekämpft. Trotzdem sind meine Jungs aus Leipzig da. Ich freue mich sehr. Die unterstützen mich immer wieder. Ich bin herrlich, ich weiß nicht, wo die sind, aber die sind da, ich höre die. Und ja, wie gesagt, ich bin sehr froh, hier zu kämpfen. Mein Team hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und ja, mehr habe ich jetzt erstmal nicht zu sagen. Okay, so I'm gonna sum this up real quick for you guys. First of all, he wants to thank Octagon for the opportunity to fight here. And also, of course, he wants to thank Jan Široký, who turned out to be one hell of an opponent. He was massively grateful to have this chance here. Also, massive shout-outs to his guys from Leipzig who come here and support him. He enjoyed it very much. And for him, it was a big risk to take this fight because it was more or less short notice, but he stepped in and got the win. Konrad, hast noch abschließende Worte? Wann sehen wir dich das nächste Mal wieder? Ich bin für alles offen. Ich habe ein Problem mit meiner Schulter, mein Band ist gerissen. Deshalb war die Vorbereitung sehr, sehr schwierig für mich. Trotzdem, wie gesagt, habe ich den Kampf angenommen. Was ich noch sagen will, ich glaube, ich habe jetzt die anderen Kämpfe nicht gesehen, aber ich würde sagen, es war Fight of the Night. Ich vermute es einfach, ich spüre das. Fight of the Night, danke für den Bonus schon mal. How about you guys? Would you say this is a fight of the night? Probably it is. So first of all, for him, he didn't see the other fights, but he was absolutely determined that this has been the fight of the night. Next, he first needs to recover from a shoulder injury that he had to deal with in the fight camp for this one. But he's open for everything about next opponents. I hope we're going to see him soon again. Vielen Dank, Konrad Derschka. Spektakel, was es so in Deutschland noch nie gegeben hat. Die deutsche Mission von Octagon MMA geht weiter. Nach zwei ausverkauften Events in Frankfurt und der Aufstellung eines Besucherrekords für MMA-Turniere zieht Octagon in die nächste Stadt.
in die bayerische Metropole München, in den Audidome. Auch diesmal werden die größten Stars von Octagon MMA nicht fehlen. Elite-Kämpfer aus Deutschland und junge Talente aus ganz Europa. Am 11.02. im Audidome München. Tickets im Vorverkauf bei Ticketmaster.de.